Es sind tatsächlich ein paar unserer Sachen kaputt gegangen. Weil irgendwas hat wirklich die Basis angegriffen. Ja, eine Schildkröte. Ja. Ja, die hat jetzt die Akku auf mich und danke für mich, den dass Fall. Sie kaputt, dass die Bild Basis angreift, auch wenn ich nicht bei der Basis stehe. Ja, hat sie leider gemacht. Weil ich stand halt weit weg von der Basis und die hat dann trotzdem die Basis angegriffen. Da echt viele Fische. Mm. Jo. Das wäre Paradies. Und hat Lederfarm. Oh Gott, der cut mich. Soll man die Plattform noch erweitern oder erstmal so lassen? Der kommt gleich wieder. Der wird ja gleich umdrehen, ne? Oder der haut voll ab. Der kommt nicht zurück. Die Plattform, ja, erweitert die ruhig. Bisschen. Wo ist denn mein Para hin? Also nicht. Meiner ist auch weg. Die sind beide hier unten ins Wasser gefallen. Also, ich such Tiere jetzt im Boxen, aber keine Tiere sind. Warum? Ich kann mein. Der hängt in der Wand fest. So, jetzt. Kann ich aus dem Weg. Mich nicht bewegen irgendwie. Gut, kann, dass hier keine Piranhas sind. Kann mich nicht drehen. So. Sprint mal ein bisschen noch. Hat man auch. Ja, aber ich. Nee, ich. Keine Ahnung, ich bin irgendwie. Dann spring mal von dem Vieh ab und pfiffel das zu dir hin, vielleicht. Warte, so. Aha. Stress, ey. Mm. Oh, was man auch hier machen könnte schon mal. Hast du eine Sichel? Ach so. Nee, aber Fisch kriegt man ja trotzdem von denen, ne? Ja, das ist richtig. Okay, ich treff nichts. Es gibt schon eine Lederhose. Ich habe eine zu viel gebaut, ja. Hm. Ich habe schon eine Lederrüstung. Muss ich die Hose mal an. Rest bauen. Ich würde halt mal gucken, also dass wir hier dann, wie gesagt, ein Mini-Häuschen haben, wo wir schon Sachen reintun können. Kannst du Strohfundament bauen, Kirk? Kannst du Strohfundament bauen? Ja, mache ich gleich. Bist du schon draußen, Kevin? Nee, ich bin im Wasser und mache ein, zwei Fische. Come on, komm zurück, ich mach dich zähm. Wie kommt man denn hier raus? Ach, hier hoch. Oder? Nee, hier kommt man nicht hoch. Ah doch, geil. Ein Stück weiter rechts, oder? Ja. So eine ganz kleine Stelle, wo du hoch kannst. Das sind ganz viele selber, Tim. Ganz viele seltene Blumen. Wäre nett. Wie viel Erweiterung willst du haben vom Fundament? So ein Stückchen hier noch. So hier, also in diese Richtung hätte ich gerne noch zwei Erweiterungen und hier noch so ein bisschen. Du hängst da. Ah ja, nice. Oh nein. Ah ne. Doch zurückbekommen. So. Level 8 auch. Bin dann auch gleich schon wieder ganz viele Beeren in meinem holen. In meinem Saurier. Wenn du gerade Beeren hast, dann. Ja, 60 schwarze, ganz viele. Lila, ne? Ja, gut. Ich kann hier reinpacken. Hast du so cool mit der neuen Map? Abgefahren. Pido ist schon mal hart am Erkunden. Wenn jemand mal größere Kisten bei Gelegenheit. Du hattest doch eine Notiz gefunden, eine Deckernotiz. War die hier in der Nähe? Ich? Ja, hattest du nicht vorhin gesagt, was er denn gesagt hat? Hat doch nur ein Schrein gesagt. Okay. Ach Kirk, du hattest eine gefunden. Ja, ich hab eine Notiz geschrieben, die habe ich fallen gelassen, aber ach die so. Ach so. Irgendwann mal. Ich dachte eine Entdeckernotiz. Nee. Oder gibt's die hier nicht auf der Map? Weiß ich nicht. Also ich glaube, nur weil wir jetzt bis jetzt keine gefunden haben, glaub's nicht, dass es. Also ich glaube schon, dass es eine gibt. Okay. So. Die ganzen Lagerfeuer sind weg, ne? Oder die ja, sind halt wirklich nur da. Ja, das ist alle kaputt gemacht worden. Oder die sind halt wirklich nur da, um die, um die Story zu. Was auch für die Erfahrung, ne? Para kommt gerade ja, ein bisschen schon, raus. Ja, schon, aber das ist ja. Im dadurch lernen wir ein bisschen die Story. Ah, wir hätten doch direkt mit den Schränken anfangen können, die schräg zu stellen. Ja, ich. Ja, der kannst du aufheben. Ja. Ja. Noch geht das, ja, noch geht das. Ich bin noch nicht in der Lage, gerade meinen Para hier wegzumachen, weil der wurde zugebaut. Jetzt steht er da wie so ein Trottel und kommt hier nicht raus.
Ja, was für ein Trottel. Hast du den auch hier drin? Ja, der war ursprünglich nicht hier drin. Man parkt die. Wir haben einmal abgemacht, wer parkt denn, wer hat denn im Haus die Kisten so komisch gestellt? Die standen schon immer da. Ja, aber nicht schon immer, immer. Ja, doch, doch, doch. Schon mindestens seit wir hier auf der Map sind. Die sind da gewachsen. So, raus mit dem Vieh. So, ich mache echt nur ein klitzekleines Haus, ja. Es ist echt ohne Bedeutung. Kevin und du habt übrigens dieselbe Farbe. Bitte keine Strohwände. Das ist egal. Sieht hässlich so aus. Ja, man kann... Reden? Geht das? Sieht hässlich aus. Es geht ja erstmal drum, dass wir einfach nicht hier über den Haufen kommen. Nein. Ästhetik, Leute. Ästhetik. Haben wir schon Kisten, wo dann das Holz? Wenn schon, machen ja, aber Ästhetik bringt der Lagen genau. Was, wenn du tot bist. Wir werden das sonst niemals machen. Haben wir doch mit dem anderen auch gemacht. Ne, wir haben die nie ersetzt. Wir haben direkt mit Holz angefangen. Muss ich dich tatsächlich unterbrechen? Nein. Da wir haben mit Holz angefangen. Wir haben mit Holz angefangen, weil ich habe es nämlich gebaut. Deswegen weiß ich ganz genau, dass es so war. Ja, aber unten haben wir angefangen mit Stroh. Holz. Ja, nein, ich habe direkt Holz erlernt. Und Holzwände gebaut. Generell Stroh geskippt gehabt. Aber gar nicht. Ja, aber ich hab's nicht gebaut, weißt du? Ich hab halt direkt dann, ich war schon Level 8 oder so und hab schon. Da kommen die ganzen Dinos wieder her, ey. Gebaut. Ihr Dino-Fetischisten, ne? Wir haben doch gerade gesagt, wir haben die gezähmt, damit wir farmen können. Das solltest du auch machen mit deinen Holzdingern. Also du brauchst auf jeden Fall einen. Hat noch jemand Leder zufällig? Ich würde gerne ein Bett bauen wollen. Leder. Was brauchst du? Ein Bett. Nein, kein Leder. Bett, hier in der vordersten Kiste sind 145. Oh, perfekt. Dann mache ich nicht nur ein Bett, sondern... Oh, jetzt schalte jetzt an Fasern. Fasern sind noch irgendwo in der Kiste da. Hm. Ich beschaffe gleich richtig viele Fasern. So. Wollen wir mal Fasern. Moin Piet. Achso. Ja, für Leder halt. Also töten? Ja. Gut. So, nur Level 6. Ja. Da. Nice. Triceratops, nice. Okay, also das ist dann ein. Also, wie viele Betten soll ich machen? 3? Oh. 40 Leder. Ich glaub, warum hab ich. Piet? Piet? Was denn? War das Arbeitsunfall. Was war? Oh Mann. Was war? Weiß ich nicht. Was fällt denn? Dir was an mir auf? Das ist nur bei mir, aber jetzt ist es weg. Oh, schade. Jetzt ist es weg. Was denn? Ich hatte einen Speer im Kopf. Oh. Klein. Ledertruhe ist hier. Könntest du noch das Fundament weiterbauen, Kirk? Warum bauen wir dann eigentlich auch Strohfundamente? Weil Kirk das gemacht hat. Soll ich ein anderes Fundament erlernen? Ihr könnt die neuen einfach drüber bauen. Das ist richtig. Ein Upgrade. Ja, okay. Aber kostet das dann mehr oder weniger Ressourcen? Hier ist ein Bronto. Du kriegst ein bisschen was. Okay. Bronto? Was ist denn Level hier? Der wird doch bestimmt vom Bumerang beeinflusst, der Bronto. Ja. Da. 41. War imposant schon? Nee. Kevin, du willst ein Itchy Trude haben, ne? Dann gibt's. Hier ist ein 65er. Hab ihn. Frage ist nur, ob wir den. Hab ihn. Versuch's mal mit dem Bumerang, nicht mit dem Knüppel. Ja. Ich hab auch einen Betäubungsfall, aber du musst halt kommen, weil hier ist ein Diplo, der macht mir gerade so. Fertig. Ein Diplo. Mit den Paras kann man auch Bären sammeln, oder? Ja, sehr, sehr gut sogar. Ja. Kann ich kurz mal deinen Pipi ausmalen? Klar. Aber nur wenn du Pipi musst, ne?
In welche Richtung geht? Warte, ich versuche den zu betäuben, aber ich bin halt fast tot. Ich bin tot. Doch nicht. Passt. Ich glaube aber der Dings des Itchy ist wieder frei. In die Richtung? Welche Richtung bist du gelaufen? Richtung, ich bin tot. Richtung Bronto. Naja, das ist egal. Was hat dich getötet? Ja, ein Dings. Diplo. Dokus. Nee, Diplo. Dilo. Dilo vor Doku, Dingbums halt. Ach, was ist ein Double C? Aber immerhin gibt's jetzt schon die Dinger. Das ist so falsch Schnauze, Tim. Bitte was? Was sein Dino, wer das liest, ist doof genannt. Wollt es wissen? Hast du in den Logs geguckt? Nee. Warum war da denn jetzt so ein Dilo? Ist ganz schön viele. Ja. Ist der wenigstens bewusstlos, der Ichti? Wahrscheinlich nicht. Ich seh keinen. Ach, Mano. Das finde ich jetzt eine freche Anschuldigung von dir, Pido. Also, ich seh ihn, glaube ich. Ja. Der war oben auf dem Plateau. Ich seh ihn. Sind jetzt die ganzen Plus hin? So. Plus hin? Hast du die gekillt? Ich habe zwei getötet. Ja, das waren die. Okay. Bist denn du? So, Boomerang, ne? Alter, Level 65, ja. Okay, perfekt. Ja, pass auf, der könnte wenig Leben haben. Nein, sieht doch hübsch aus. Ich hab ihn betäubt. Sehr schön. Oh, ich hätte doch eigentlich drei Betten, nur für das dritte Bett. Jo. Oh, jetzt muss ich aber einmal sehr schnell. Oder hast du schwarze Beeren? Nee, aber wir können doch hier schnell welche sammeln. Okay. Drei Betten habe ich jetzt. Essen hat niemand was, oder? Nee, wir haben auch noch kein Lagerfeuer. Könntest du das hier weiterbauen, Kirk? Dass wir das hier eben zu Ende machen, weil dann baue ich da noch Lagerfeuer hin. Der ist doch bestimmt. Bin auf dem Weg. Nice. Nur aber Material gleich. Okay. Soll es nur noch ergänzt werden oder erweitert? Nur ergänzt. Nur ergänzt. Ja, das sollte reichen, genau. Dann mache ich jetzt eben. Ich hoffe, dass ich Material genug habe. Ne, Brand. Nicht, wie viel ich brauche. 10 vielleicht? Was brauche ich denn? Komm, ich brauche nur noch 3 Leder, Alter. Leder 66 hier. Ja, wir haben ja schon eine Lederkiste. Ja. Okay, dann nehme ich mit 3 Leder raus. Gibt's auch eine Sandkiste? Nee, noch nicht. Das machen wir noch. Mach die erstmal zu den Steinen rein. Sieht schon mal ganz gut aus, oder? Mhm. Marco, was machst du? So ein Parasaurier. Soll ich dir gleich helfen? Ich hab sie noch keine gesehen. Wie habt ihr die alle schon? Ja, direkt vor der Tür. Ich weiß noch, wo welche waren. Okay. Ich hol mal einen Parasaurus. Ich würde mich unendlich über eine Sichel freuen. Ja. Gebaut. Ich hab gerade eine gebaut. Ja, der, ja, ich kümmere mich. Alter, Fleisch hat 1,1%. Eine Sichel ist hier jetzt im Dingsbums. Ich hab doch eine gebaut. Ja, aber wir brauchen auch eh für jeden eine Sichel. Dann, guck mal, ich habe doch jetzt Spitzhacken gebaut und Pipapo und ich habe mit Marco zusammen 400 Eisen gefarmt. Also so, dann ergänzt. Perfekt. Fertig. Okay. Das heißt, lädt jetzt durch und für jeden sind wenigstens diese. Der Kaktussaft ist irgendwie. Also jeder von uns sollte halt eine Spitzaxt haben, eine Axt und so, dass wir halt erstmal. Ja, du weißt doch. wo kriegen wir Fisch her? Hinten aus dem Loch. Ja, will ich da jetzt hin? Könntest du. Hast du noch Fundament übrig, Kirk? Nein, hab ich nicht. Könntest du hier noch so 1, 2, 3 Platten Fundament hier hinbauen? Genau, hier. So als Eingang. Ja. 3 Stück bitte haben. Mhm, genau. Echt 3? Ja, wäre schön. Kannst du mal irgendwo im Kevin gucken, ob hier irgendwo ein Wasserloch ist oder so, ein Fisch?
In der Nähe von dem. Können wir auch irgendwie Leiter bauen, so eine Treppe oder so, geht das? Oh, ich habe eine Tür gar nicht erlernt. Hat jemand von euch eine Tür? Stimmt. Nein. Nein, ich bin noch nicht fertig gewesen. Du wolltest 3 Stück haben. Achso, nee, 2 reichen. Entschuldigung, ich habe mich vertan. Ah, super. Okay. Ah, das eine können wir auch noch verbauen. Ganz witzig aus, so, oder? Das Meer ist leer, hier ist kein Fisch. So. So eine Leiter baue ich noch hin. Also so eine kleine Rampe. Ich glaube, Treppe heißt das Ding, oder? Nee, Rampe. Rampe. Aufpassen, der verliert relativ schnell die Prozente Effektivität, ne? Der wer? Der ich. Ist das eben so? Ja, leider. Wenn wir nichts finden, dann finden wir nichts. Also noch weiter da entlang gibt's, also wir müssen zu dem Wasserloch, wo wir gerade reingefallen sind. Dann mal halt du den bewusstlos, ich renne hin. Mhm. Mein Para kann irgendwie keine Sachen sammeln. Warum macht der nichts mehr? So. Jetzt. Inventar. Hat irgendwer noch einer eingesehen? Ja, ja. Tim hatte welche. Wenn du mitkommst, dann kann ich zeigen, wo. Oh no, ich glaube, ich habe eine Strohdecke hergestellt. Ja, eine Strohdecke. Wo ist denn der Marker? Ja, bin da, hier. Bei dem Boden, ne, Schuhboden. Wieso habe ich dann Decken da drin? Einmal. Vielleicht mal leer. Da war ich gerade, da habe ich nichts gesehen. Ne, hinter dem Berg. Da war nämlich einer. Da habe ich nämlich auch meinen her. Da waren 2, 3. Leute, bist ja schneller als ich. Ich hab komplett 125% Gewährungsgeschwindigkeit. Wenn ich sprinte, bin ich weg. Kann der schwimmen? Ja, die können alle schwimmen. Hier ist ein Tech-Fahrer. Aber da ist nur Wasser drumherum. So. Ja, gut. Sollen wir andersrum gehen? Ja, komm. Wir müssen einfach über den Berg und dann ist das. Insel finde ich hier wirklich nice. Ja, das finde ich nicht. Everybody wants to be my enemy. Das Problem ist, das Fischfilet, das geht ja auch mit der Zeit kaputt. Oh nee, scheiße, wir brauchen Lachs. Ja, deswegen ja. Ja, aber Kevin will auch Pelagornis, Kevin, oder was? Nee, Kevin nimmt ja nicht der braucht Prime Fluff. Nee, der normaler Fisch geht auch. Ja, aber es ist Fisch 1,1%. Ja, so. Also das dauert jetzt eine Stunde oder anderthalb Stunden. Ja. Also. Und du musst halt die ganze Zeit daneben stehen, weil der nicht bewusstlos bleibt. Ja. Aber wie gesagt, ich kann einen hochladen. Oh, man kann hier hoch. Ein Item. Du meinst runterladen? Ja. Oh nice, ja, dann mache ich mich da gleich mal auf. Rampe war nur eine Kackidee, weil ich mich in der Lage hier das zu klippen. Es klippt nicht. So, hier auf dem großen, hier unten war. Okay. Beeil ich mich hier mal eben. Hier unten war jetzt Parasaurier irgendwo. Oh ja, ja. Dankeschön. Schön. Kann ich auch gerade noch helfen, den zu fangen. Nochmal temporär alles an Ausrüstung und so weiter in eine falsche Kiste. Aber ich habe halt jetzt alles genommen, weil ich die Sachen da... Level 6. Okay. Ja gut. So. Richtige Arschbombe gemacht. Okay, dann mach ich mich eben los. Da.
Ah, ich habe gar nicht auf das Level geguckt. Und das ist auch nur Level 11. Also ein Hochladi ist in der Nähe, hast du gesagt. Ein grüner war das, ne? Ich sehe von hier einen Gletscher. Du hattest gesagt, hier war ein grüner Hochladi, ne? Wo ist der hin? Uff. Hat jemand den geleert jetzt, ja, oder was? Ich hab den Drop? Genommen. Ich habe aus einem Grün habe ich eben eine Knutschkugel habe ich runtergeladen. Ah, nice. Ja, ich sehe leider hier gerade keinen neuen Drop. Aber den das heißt, es fehlt aber sowieso noch Fisch. Weil da nur 50 Fisch drin sind. Oh, hier ist jetzt wieder eine neue Kiste. So Treibgut, das ist richtig nice. Metallaxt war da drin. Ja, richtig gut. Ich bring mal die Metallaxt dahin. Also falls jemand eine braucht, ich hab jetzt noch eine. Und so ein Metallspeer war auch drin, sagt man auch nicht nein, ne? So Hilfe, Marco. Ich weiß noch nicht, ob ich hier rauskomme. Wo bist denn du? Ins Wasserloch gefahren? Nee, zwischen zwei Steine. Ah. Ja, wir haben leider noch keine Möglichkeit. Man kann die Steine abbauen, man kann die Steine abbauen. Entdeckt. So. Also am offenen Meer sind Fische echt schwierig zu kriegen. Gar nichts. Wow. Hier am Wasserfall sind Eisen oder Metalle. Nice. Bis zum geht nicht mehr. Nice, die brauchen wir am Wasserfall. Nur, ja. Koordinaten sind 20, 30. Beziehungsweise 20, 28. Oh Leute, ich habe da eine Rampe gebaut. Nice. Komm da jetzt gleich hoch. Ich habe im offenen Meer einen großen Fisch. Ich weiß nicht, ob ich ihn schaffe. Einen ganz großen. Mhm. Alte Mann und das Meer. Verdursten. Ich bin immer noch am Verhungern, weil die Bären einfach nichts bringen. Die hat auch Fleisch. In der Kiste ist doch noch was. Ich bin ja gerade nicht da. Boah, ist das laut, wenn man Sand abbaut. Ja. Dass es nur Sand ist, ja. Guck mal, hier am Dino. Bitte? Guck mal den Namen an. Ja, ich weiß, haben wir doch gerade schon Dingsmus vorgelesen. Diese Pegos. Du bist, dass es nur du lesest. Ich bin nicht in der Lage hier, warum auch immer, die Rampe dran zu bauen an den... Das Ding, braucht das immer Fundament? Was hast du denn vor da? Eine Rampe will ich da. Das ist ein Dach. Das ist kein Fundament. Wahrscheinlich. Man kommt doch auch so hoch. Echt? Bin gerade nicht hochgekommen. Ich stackte da drin. Siehst kannst du? Gleich, ja, ja, aber das ist und behalten. Aber ich werde das nicht mehr zeitig schaffen. Ja. Aber ja, für eine Rampe brauchst du immer ein Fundament. Okay, finde ich irgendwie doof. So, ich bin jetzt am Wasserfall. Ich wollte hier nach dem Metall gucken. Was habe ich gesagt? 2028? Im Wasserfall, Wiebke. Ja. Ah ja. Musst du aber eventuell auch da irgendwas bauen, damit du an die oberen noch rankommst. Ah, passt schon. Tatsächlich ist hinter dir, Wiebke, auf dem kleinen Plateau hier auch Metall leichter zu kriegen. Ach so, ja, okay. Was ist denn für ein abgefallener Stein? Ja, ich wollte mal gucken, was ich hier so alles schnappen kann. Kann man hier auch. Hier steht man halt gerade mal im Wasser, also da muss man auch noch nicht mal schwimmen oder so. Alter, 11%? Mhm. Wir nähern uns der 12. Wer hat gesagt, wer hat noch eine Spitzhacke? Ich hatte einen reingelegt. Spitzhacke. Ist keine mehr drin? Ich habe eine Metall-Axt bekommen. Aus dem Ding.
Achso, warte mal. Ja, es hat einen Spitzhacken. LOL. Ihr habt gesehen, was sieht das hier, sowas. Nee, ich hab nichts gesehen. So eine Statue ist hier. Echt eine Statue? Ja. Die hab ich gesehen dann. Hm. Ist ja am Wasserfall, im Wasserfall, oder? Das sind mehr so rum. Hm. Eine Statue gesehen. Ich mach den Itchy fertig hier. Oh, klappt mir alles. Bumerang bräuchte man jetzt. Mhm. Ist der noch nicht kaputt gegangen? Also, der hat keine was ihr falsch macht. Hab jetzt den Dino Rauserab genannt. Wie hast du ihn genannt? Rauserab. Parasaurat rückwärts. Ah. Bye bye. Bye. So. Ja. Kurz Prozess gemacht. Ich hab grad auf dem Para gesessen und C gedrückt. Was macht der dann? Sitzt du gerade auf dem Para? Ja, aber der macht nicht so viel. Der doch, macht. Das ist Feindetektor. Nee, aber ich habe jetzt einen Mute-Knopf hier. So. Für 100 Sekunden bin ich gemutet oder so. Keine Ahnung. Hä? Lol, ich auch. Aber wer hat so was gemutet? Keine Ahnung. Vielleicht ist man einfach leise oder so. Oder gegnerische Fähigkeiten werden unterdrückt. Hm. Nee, glaube ich. Silenced. Wie viel Leder bringt so eine Schildkröte? 30 ungefähr. Doch, schon ziemlich viel. Ziemlich viel, wenn du dann mit der Axt, glaube ich, haust, ne? Ja, 30 kriegst du schon raus. Hm. Das ist so viel, halt auch nicht. In der Lederkiste findest du eine Metallaxt. Ich bin kurz weg. So, mein Metall tue ich da eben rein. So. Holz. Sekunde 2%. Leder. Und Filet ist nicht. Nee, ich finde keinen Fisch. Hast du gar keinen Fisch jetzt mehr gefunden? Oh, 4 Dodos. 4 Dodos an Anfleck. Die Armen. Ich weiß schon, was stirbt gleich. Du hast eine Rampe gebaut? Nee, habe ich wieder gelassen. Rampe konnte ich nicht bauen, es hat nicht funktioniert. In meinem Dingsbums hier findest du die Rampe. Nanu? Wo ist er denn? Ah, da, lol. Hier in meinem Bibi. Ja, yep, das ist blockiert. Leider. Das auch. Oh, pass auf, Kevin. Wenn du bei dem Ichti bist. Da ist ein Terzi. Wieso? What? Der ist bei deinem Ichti. Oh, lol. Weil der greift ihn doch nicht an, oder? Nee, aber der wird halt aggro, wenn man in die Nähe geht. Oh Gott, und ich slide direkt in sein Gesicht. Schaut mal dann in der Lederkiste. Ich habe da noch ein bisschen Equip reingetan. Kann vielleicht ist da irgendwas dabei, was ihr braucht. Nee. Also ja, aber macht den nur minimal langsamer. Kann jemand noch einen Schrank bauen für eine Ausrüstung? Also, wo dann komplett Ausrüstung reinkommt? Leider nur 2 Pfeile. Nicht 6. Ich habe 57. Ich kann die welche bauen. Ich bin bald weg. Ich kann nichts bauen. Ich kann auch schnell welche bauen. Wahrscheinlich, hoffentlich. Achso, die Rampe sollte tatsächlich nicht hier hin, sondern da drüben an diesen Stein. Ich gehe einfach mal. Weil die Rampe ist nicht hierfür gedacht, sondern dass der ja, Para... Achso. Okay. Ich, die ist eher was für was anders. Aber Tim hat mir eine Stelle gezeigt, wo man dann lang kann. Den Teil. Ich hab die Rampe erstmal wieder reingetan. Hm.
Dein Bumerang ist kaputt. Nett. Es wird wieder Nacht. Wiebke, wie war das mit Gamma-Wert einstellen? Ja, erkläre ich dir gerne. Du musst auf, also du drückst einmal auf Escape, Option. Option. Mhm. Genau, dann gehst du auf den dritten Reiter, die Tastaturbelegung. Ja. Auf der rechten unteren Seite siehst du Gamma-Wert 1 und Gamma-Wert 2. Gamma-Wert 1, Gamma-Wert 2, jawohl. Gamma-Wert 1 ist bei mir 2.20 und Gamma-Wert 2 ist 3. Dann hast du darüber Sätze Gamma, falls erlaubt, und Sätze Gamma 2, falls erlaubt. Da habe ich einmal bei Sätze Gamma 1 habe ich L genommen und bei Sätze Gamma 2 habe ich die Raute-Taste genommen. Gib das mal ein und speichere das dann. Hast du? Ja. Okay, und wenn du jetzt im Ingame bist, also du gehst dann Escape, fortsetzen. Ab aus Versehen das Spiel. Beitreten. Achso, oh. Passiert. Guck mal, Marco. Ich habe hier ich habe hier so einen krassen, so eine Pike, so eine krasse Pike reingehauen. Die brauche ich nicht. Mhm. Kannst du dir gerne nehmen. Ich hab hier einen Räucherofen gebaut. Ah, nice, ja. Auch wieder gut. Mal ganze Fleisch reintun und so. Lauf mir mal einmal die Sichel. Ja, die Sichel ist deine. Das ist deine. Oh, danke schön. Genau. Kann ich mir die Axt nehmen? Ja, die Axt ist für dich, Tim. Richtig. So. Also die ganzen Werkzeuge, was brauchen wir noch? Dann baue ich hier weiter. Ein Tisch für die... Fürs Ambiente. Mörser und sowas drauftauen. Ja, einen Tisch habe ich nicht erlernt. Ich rede jetzt vom Werkzeug an Leuten, was noch fehlt. Können wir denn hier mal ein bisschen Metallfarmen gehen? Axt habe ich noch nicht. Eine Axt. Mache ich. Macht Sinn jetzt schon ein Dach zu machen oder bleiben wir überhaupt hier? Ein Dach wäre super, ja. Technino. Bleiben wir überhaupt hier? Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Leute, ich sehe einen Techtino. Will anderen Techtino. Nö. Ich mach noch einen zweiten Schmelzofen. Was brauchen wir dafür? Feuerstein 5, Holz 20, Leder 65. Leder. Feuerstein. Schmelzofen, was brauchen wir noch? Holz. Mann, ey, die Viecher sind noch echt fett. Da kaum vorbei. So. Aber so viel ist hier nicht los, ne? Wenn wir noch Leder und Stein haben, also hat jemand noch Leder? Nee. Ich bin auf der Suche nach Leder. Tim, Marco? Nee. Kannst du mal kurz auf die Seite 35 gehen? Ja, habe ich noch. Kannst du mal kurz zur Seite gehen? Noch einen mehr zur Seite? So, friert man schon mal nicht. Ich hab Leder in die Ledertruhe. Nice, danke schön. Ich gehe ganz gerne mal nach da oben. Schade, mir fehlen 20. Dann tue ich das wieder zurück. Bananen, Beeren, Socken. Was fehlt denn noch an Zeug? Ich hab's vergessen. Du brauchst eine Axt, Schatz, hast du gesagt, ne? Ich hab die mit dir rausgenommen. Dankeschön. Achso, dann fehlt Tim jetzt eine Axt. War das die? Achso. Nee, ich hab jetzt du hast dir doch die Sichel rausgenommen, oder? Die Sichel und danach die Axt, als du gesagt hast. Ja, das ist fein. Also ich hatte zwei Äxte und eine Sichel gebaut. Okay. Das ist ja dann richtig. Ja gut, ich habe jetzt auch eine Axt, also passt. So. Ja. Okay. So. Was fehlt noch an Werkzeug? Mir fehlt noch eine Axt. Eine Axt. Oh, eine Axt. Zwei Äxte. Wo haben wir Lagerfeuer? Wo kann ich braten? Haben wir noch nicht. Haben wir noch keins. Ja. Können wir machen. Mach ich Stein gleich. Und Stroh brauche ich noch, oder? Stein. Könntest du hier die Dinger hinbauen? Hier so auf dieser Seite? Dann ist hier hübsch. Moment. Wohin? Hier. Hier so. Hier. Ja. 45er Tyrannodon.
Ja, wir wollten nicht erstmal ohne Flug. Ich hab doch nur. Eine Axt oder zwei Äxte waren das? Zwei. Okay, ist hergestellt. Das ist nice. Leder. Kann ich da noch einen Schmelz offenbaren? So. Ja, was brauchen wir dafür? Da ist ein Feuerstein. Der Rauserab steht ein bisschen im Weg. Pack den mal kurz weg. Ah, wir haben zu wenig Material. Okay. Wem auch immer der Rauserab gehört, ja. Nicht gut platziert. Okay, also noch einen Schmelzofen kann ich gerade nicht bauen, weil uns fehlt tatsächlich das Zeug. So. Tue ich hier auch mal Fleisch rein. Bisschen vermisse ich unseren krassen Industrie-Dingenskirchen. Ja. Der war schon krass. Achso, das ist kein Dach, ne? Was du da gerade baust. Wir kriegen diesen Home-Bonus nicht, wenn du so eine, einfach nur eine Decke baust. Tim. Ja, das ist schlecht. Wir müssen halt wirklich ein Dachdach haben. Keine Decke. Weil Decke ist keine Decke, sondern Decke ist so, einfach. So, nur... stell dich mal runter. Du kriegst einen Home-Bonus. Echt? Ja, bekommst du eigentlich. Ah, okay, na, war mein. Hab ich nichts gesagt. Ja, weil wir das bei unserem letzten Basis nicht hatten. Da hatte ich auch immer diese Dinger gebaut. Ja, da hatten wir gar keinen Dach ganz oben. Da hatten wir Home-Bonus. Ja, Löcher. Nee, ich habe es ganz oben zugebaut gehabt. Nee, aber da waren trotzdem Lücken. Da waren immer Lücken drin. Echt? Ja. Ganz oben. Ja. Ganz oben. Hm, okay.